Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir die Gel Extension Tipps nach 4 Wochen aufgefüllt haben. Hier haben wir unsere Square Tipps genommen und haben mit dem UV Glue Fix and Go UV Glue geklebt und mit Acrylgel. Wir nehmen diesen Bit, das ist ein Keramikbit mit dem blauen Ring, machen die Geschwindigkeit auf 35.000 Umdrehungen und lassen das alte Gel oder die Tipps kürzen und das alte Gel also abtragen. Ohne Druck gehen wir einfach drüber, also wir müssen hier nur die Farbe erstmal abtragen, um zu gucken, wie verhalten sich die Tipps darunter. Und wie du siehst, die halten wirklich wunderbar. Das sind die Gel Extension Tipps nach 4 Wochen und du siehst, nirgendwo ist Lifting entstanden. Die sind einfach rausgewachsen und die können wir ganz normal wie alle anderen Arten von der Verlängerung oder Tippverlängerung oder Schablonenverlängerung einfach auffüllen. Das heißt, das wird dann das Ganze abgefräst und dann machen wir einfach mit einem anderen Gel oder Acrylgel werden sie aufgefüllt. Und hier ist auch noch Acrylgel drunter, deswegen sieht das ein bisschen rosa aus, weil wir wollten ja so ein bisschen. An manchen Fingern wollten wir French-Optik machen und deswegen haben wir die einfach mit Acrylgel geklebt. Und wie du siehst, nirgendwo ist Lifting und wir haben wirklich tolle Ergebnisse mit unseren Gel-Extension-Tipps. Jetzt haben wir das Grobe abgefeilt, wir haben sie auch gekürzt mit dem Fräser und jetzt kommt die Feinarbeiten. Und dann machen wir einfach die Nagelhaut, schieben wir ganz vorsichtig zurück, damit wir die Nagelhaut nicht verletzen und dann machen wir eine trockene Maniküre mit unserem Fräsergerät. Und mit der Feile werden wir das Ganze nochmal verfeinern, also die Reste, die noch geblieben sind, die wir nicht mit dem Fräser entfernt haben, die werden nochmal alle mit der Feile abgefeilt. Die Form wird korrigiert, wir nehmen hier unsere Lieblingsfeile, das ist 180 x 100 Grit. Und jetzt machen wir einfach alles, was lose geblieben ist oder noch ein bisschen Farbe drauf geblieben ist. Das wird jetzt alles abgefeilt. Jetzt nehmen wir den Korrektor, also das ist so ein Korrektorbit und gehen einfach unter dem Nagel, wird dann alles, also da entsteht bei vielen oder bei uns auch so eine Stufe, vielleicht wo Kleber rausgelaufen ist oder Naturnagel fräsen wir einfach ab, weil diese Tipps sind wirklich so eine New Style Form, New Style Tipps und dann, wir wollten diese Form ja behalten, deswegen fräsen wir einfach den Naturnagel ab. Und alles, was drüber gelaufen ist, die Nägel sind ja super gewachsen und jetzt wird das Ganze noch geglättet mit diesem Fräserbit. Korrektor heißt das. Und die Geschwindigkeit ist hier auch bei 25.000, 30.000 Umdrehungen. Und eine gute Staubabsaugung brauchst du auch auf jeden Fall. Jetzt werden wir dir zeigen, wie wir diese trockene Maniküre machen mit diesem Fräserbit. Das ist so eine Tropfenform und du kannst wunderbar die Nagelhaut ein bisschen schieben, ein bisschen vom Naturnagel lösen. Wir bleiben wirklich nur auf dem Nagel, nicht auf dem Nagel, sondern auf dem Finger. Wir gehen nur der Nagelhaut entlang und kommen aber nicht auf den Nagel. Diese Maniküre ist wirklich, muss ich sagen, ein Muss jetzt bei uns in allen Nagelstudios und die Kundinnen sind sehr glücklich, weil diese überschüssige Nagelhaut steht dann nicht da und die Nägel sehen nach 4 Wochen aus, wie bei manchen schon nach 2 Wochen sehen die aus und mit dieser Art von Maniküre kannst du wirklich die Nagelhaut so bearbeiten, dass sie dann nicht so schnell nachwächst und die Nägel sehen wirklich
sehr lange frisch aus. Wir gehen dann von der Mitte, gehen wir vorsichtig nach links und schieben dann einfach die Haut. Hier muss man wirklich den Finger richtig packen. Und dann gehen wir einfach der Nagelhaut entlang und bleiben auf dem Finger, also an der Haut und nicht auf dem Nagel. Dann haben wir die Richtung geändert und jetzt gehen wir von der Mitte, gehen wir nach links. Nach rechts, sorry. Nach dieser Maniküre sehen die Nägel dann so aus. Es blutet nirgendwo, das hat nicht wehgetan. Das ist einfach eine schöne Nagelhaut geworden. Und jetzt wird das Ganze aufgefüllt. Wir machen dann jetzt Ultra 3, das ist ein Dehydrator und Desinfektor. Und dann kommt jetzt Ultra Bond als Haftvermittler drauf. Diese Tipps werden genauso aufgefüllt wie jede andere Nagelverlängerung auch auf. Die werden aufgefüllt oder Refill durchgemacht. Viele fragen, wie werden diese Tipps entfernt? Warum sollen sie entfernt werden? Die sind doch dazu da, dass Naturnagel länger wird und dann beim zweimal Auffüllen sind die automatisch ab. Und jetzt machen wir ganz normale Modellage. Wir haben hier uns für unser Biosoft Gummigel in Coverfarbe entschieden und machen jetzt ein Refill. Wir modellieren das einfach, indem wir erstmal eine dünne Kontaktschicht modellieren. Also wir machen eine ganz dünne Basisschicht und die härten wir nicht aus. Dann nehmen wir einen Tropfen Gel, so wie kannst du hier nochmal sehen. Wir nehmen einen Tropfen, dann verteilen wir das ganz normal wie eine Kontaktschicht, härten nicht aus. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr, legen wir dann einfach, wo Apex wird. Also Apex ist der höchste Punkt auf dem Naturnagel. Und dann wird das Ganze einfach runtergezogen und modelliert. Und mit einem dünnen Pinsel ziehen wir dann an den Seiten entlang, damit das Ganze vernünftig aussieht und nirgendwo, also Löcher entstehen oder Bergen. Und das Gel lässt sich wirklich wunderbar verteilen. Also du brauchst dann kaum nachfeilen, weil das ist eine sehr interessante Konsistenz. Das Gel glättet sich von alleine, aber läuft nicht in die Ränder. Das ist das sehr Interessante bei diesem Produkt, dass das nicht in die Ränder läuft und trotzdem kann sich selbst glätten. Also das ist einer der Lieblingsprodukte von uns. Also bei diesen Tipps, weil da die Tipps drunter sind, kannst du das Gel wunderbar zum Auffüllen nehmen. Weil beim Naturnagel kannst du das Gummigel natürlich bei dieser Länge nicht verwenden. Aber weil wir noch die Gel-Extension-Tipps darunter haben, können wir wirklich wunderbar unsere Gummigele noch zum Auffüllen benutzen. Also wir haben dann einfach modelliert, dann haben wir ausgehärtet, dann haben wir die Schutzschicht abgewischt. Und dieses Teil ist hier zu Ende. Wir haben dann noch ein Teil 2, wo wir dann das wunderschöne Weihnachtsdesign gemacht haben. Und hier zeigen wir dir nur, wie wir das Ganze aufgefüllt haben. Hier sind die Nägel fertig und wir wünschen euch viel Spaß beim Nacharbeiten.